Anlässlich des bevorstehenden Weltjugendtages fand heute eine Pressekonferenz im bischöflichen Ordinat Magdeburg statt. Die Organisationen laufen auf Hochtouren und die Mitarbeiter des Weltjugendtagsbüros haben alle Hände voll zu tun. Ja, also wir haben vor etwa 2 Jahren mit der Vorbereitung des Weltjugendtags begonnen, mit dem, was hier in Magdeburg stattfinden wird vom 11. bis 15. August. Ja, und die letzte Phase hat vor einigen Monaten begonnen und jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, wenn es am Donnerstag losgeht. Vom 11. bis 15. August finden hier in Magdeburg die Tage der Begegnung statt. Anlässlich dieses Treffens sind ausländische Gäste aus aller Welt eingeladen, um gemeinsam mit deutschen Jugendlichen das Leben der Kirche sowie die Kultur Deutschlands kennenzulernen. Im Rahmen dieser Tage findet am Freitag ein bundesweiter Sozialtag statt. Die jungen Gäste sollen sich an diesem Tag zusammen mit den Jugendlichen aus unserem Bistum ganz bewusst einer sozialen Aufgabe widmen. So Markus Konkulewski, Verantwortlicher der Diözese für den Weltjugendtag. Am 13. August kommen dann alle Gäste und Gastgeber zu einem bunten Fest, dem Fest der Nationen in unserer Stadt. Zu dem Fest auf dem Domplatz werden 4000 Menschen erwartet, darunter auch der Bischof Gerhard Feige und Bürgermeister Bernhard Tschogalla. Neben einem mittelalterlichen Dorf und dem Markt der Möglichkeiten wird ein musikalisches Rahmenprogramm für Unterhaltung sorgen. Viel Spaß verspricht auch das Menschenschach sowie diverse Vakuumversuche. Ja, wir rechnen ja mit etwa 1700 internationalen Gästen. Auf die Weise können wir erleben, was katholische Kirche, was Weltkirche bedeutet. Wir können den Menschen hier aber auch zeigen, dass Kirche durchaus auch eine junge Kirche, eine lebendige Kirche ist. Am Montag werden die Gäste aus 9 verschiedenen Nationen dann zum Weltjugendtreffen nach Köln aufbrechen. Dort werden sie am 18. August auch auf den Papst Benedikt den 16. treffen. 6 junge Wittenberger dürfen dem Papst während der Eröffnungsfeier sogar persönlich das Ergebnis ihres Sozialprojektes vorstellen. Insgesamt werden zu dem Großereignis 800.000 Jugendliche zwischen 16 und 30 Jahren erwartet.